einer dreiteiligen Doku-Soap. Hoch nach oben dagegen ging es heute für einige, die sich auch gern einfach so treiben lassen. Auf dem Segelflugplatz Boberg heben die Flieger lautlos ab. Sie selbst brauchen klar keinen Motor, nur eine Art Anschub. Und den bekommen sie von einer Winde oder einem motorisierten Flugzeug. Bis zu 6.500 Starts gibt es hier im Jahr. Die gut 300 Mitglieder des Hamburger Aero-Clubs, die sind selbst allerdings keineswegs abgehoben. Denn Segelsport braucht Teamgeist. Jeder muss mit anpacken, wenn der Flieger abheben soll. Außerdem wichtig ist die Kraft der Sonne. Denn wenn sich die Luft über dem Boden erwärmt, entsteht ein Auftrieb, die sogenannte Thermik. Und das auch morgen wieder. Morgens, bedeckt 17 Grad. Ein. Mittags, Regen, 23 Grad. Abends, wolkig, 21 Grad. Hochleistungsflieger schaffen bis zu 1000 Kilometer am Stück. In einen sonnigen Himmel kann man leider am Freitag nicht starten, denn auch dann soll es wieder Regen geben.